Die Produzentengalerie beim Rödingsmarkt zeigt die vierte Soloausstellung des Berliner Künstlers Jonas Burgert. Die gezeigten Bilder weichen stark von anderen Arbeiten des Künstlers ab. Jonas Burgert hat hier erstmalig in seiner Malerei sich konzentriert auf ein einziges Thema, nämlich das Gesicht einer einzigen Person, die in 16 Bildern immer wieder auftaucht. Doch obwohl alle denselben Ursprung haben, spielen verschiedene Komponenten in manchen Bildern eine stärkere Rolle als in anderen. Sie werden, wenn Sie die Bilder miteinander vergleichen, werden Sie sehen, es gibt Bilder, wo Farbigkeit eine sehr, sehr große Rolle spielt. Und es gibt Bilder, wo die Farbgebung sehr reduziert ist. Der Künstler Jonas Burgert möchte mit seinen Bildern oftmals ein Gefühl vermitteln. Meist sagen die Betrachter, es gibt relativ wenig Fröhlichkeit in den Bildern. Es gibt so eine verhaltene Melancholie, die sich durchzieht durch große und kleine Bilder. Und das ist ein Grundton, den ich durchaus nachempfinden kann. Die Ausstellung Hälfte Schläfer ist in der Produzentengalerie in der Admiralitätsstraße 71 noch bis zum 30. Oktober 2016 zu sehen.